Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. So, von euch und heute stelle ich euch den neuen Shop vor, beziehungsweise wir vom 29.8. Und ja, es sind zwei neue Sets draußen. Sets draußen. Und zwar einmal hier haben wir das, ja, Valentinstag-Set, ne? Royale Romantik-Set mit dem Teddybären als erstes. Also wir machen es jetzt so, wir haben uns das vor der Aufnahme überlegt, wir machen das so, wir geben jetzt jedem Item Punkte von 1 bis 10. So. Und ich kann schon mal anfangen, Teddybär minus 10. Von 1 bis 10. Minus 10. Super. Also ich finde das Ding gräuselig und da... Minus 20. Also ich finde den noch viel, 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 viel schlimmer als diesen Panda. Bären, ja, und deswegen 2 von 10. Okay. Machen wir weiter mit dem Love Ranger. Ein ziemlich nice Skin, den habe ich mir auf meinem ersten Account gekauft. Auf dem zweiten Account habe ich mir noch gar keinen Skin gekauft, deswegen habe ich den hier nicht. Ja, was soll man zu ihm sagen? Ein ziemlich nicer Skin, wird aber jetzt ein bisschen, der Hype nimmt jetzt ab von diesem Skin, einfach aus dem Grund, weil es diesen neuen Raben-Skin gibt mit den Dark Wings, ne? Die sind ein bisschen cooler. Und ja, also trotzdem generell den Skin würde ich mit, ich würde sagen 7 von 10. Also ich finde ihn ziemlich nice und gut. Da unten halt diese rosa Hose passt zu dem Thema ganz gut. Und ich finde 8 von 10 passt schon. Also weil ich finde, das ist einer der echt geilsten legendären Skins, die es in dem Spiel gibt. Dann kommen wir zu der Tattoo Axe. Ja. Ich finde die grässlich. Allein der Sound. Das würde mir nach einer Zeit so auf die Nerven gehen, wenn man diesen Sound jedes Mal hört. Das ist, nein, nein, ich würde mir die niemals kaufen. Nie im Leben. Was soll man sagen? Ich würde sagen... Okay, ich würde sagen 3 von 10. Ich finde sie nicht wirklich schlecht, muss ich sagen. Der Style gefällt mir ganz gut. Das Herz ist aufgespießt worden von dem Pfeil. Die Flügel rechts und links noch an dem Herz. Ich finde das Ding gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen 6 von 10. 6 von 10? Ja. Okay. Dann kommen wir nun zum nächsten Set. Und zwar haben wir hier das, ja, Dark, also Space Explorer Set. Weltraumforscher auch genannt. Ja. Weibliche Form von Dark Voyager. Ich verstehe es nicht, warum sowas in den Shop kommt. Der Rucksack ist cool. Der Skin ist absolut Müll. Allein hier dieser Übergang, Leute. Seht ihr diesen Übergang hier? Vom Helm und von dem Orangen. Ne? Da ist gar nichts vorhanden. Ja? Da hätten sie vielleicht einen Farbverlauf oder so reinmachen können. Nein, das ist... Sieht kacke aus. Ja? So. Ich finde den blöd. Ich sage 2 von 10. Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich prickelnd, aber ich weiß, dass es noch viel, 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 viel schlimmere Skins gibt. Insofern 4 von 10. 4 von 10. Okay, dann kommen wir zu Space Shuttle, und zwar dem weißen Space Shuttle bzw. grauen. Das ist ein sehr, 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 sehr geiler Gleiter. Also mit meiner Lieblingsseite, mit dem Hai. Und jetzt... Ich habe halt auch noch einen anderen Favoriten, der kommt gleich. Aber der ist auch ganz nice. Also ich würde sagen 6 von 10. Okay, geh mal weiter auf den anderen. Wieso? Den anderen Gleiter. Hier, Leute, kommt jetzt mein also einer meiner Lieblingsgleiter, mein zweiter Lieblingsgleiter. Der teilt sich fast den Platz mit dem ersten, mit dem Hai. 10 von 10. Ich sehe es genau andersherum. Ich finde den silbernen Gleiter etwas besser. Eine 10 von 10 ist es nicht. Doch. Also finde ich auf keinen Fall. Ganz ehrlich, vom Design her, sowas findet man nicht in Fortnite. Sorry, aber der hat so ein gutes Design. Trotzdem. Und dann das Schwarze, das ist
geil. Trotzdem, nö, also ich finde ihn ganz gut. Ich würde dem Silbernen 8 von 10 Punkte geben und dem Schwarzen 7 von 10 Punkte. Okay, dann kommen wir zur rechten Seite des Tady Shops und zwar Elektroshuffle. Habe ich mir auf dem ersten Account gekauft, hier noch nicht. Let's go! Ein ziemlich leichter Emote, ich würde sagen 8 von 10. Ich finde den auch ziemlich geil. Also derjenige, der den gemacht hat, der hat sich da wirklich richtig was einfallen lassen. Ist schon ganz cool gemacht. Also Ist generell ein Shuffle drin. steckt viel Arbeit drin. Super cool gemacht. Und ich würde dem Ding 8 von 10 geben. Auch so wie ich. Okay. Ja. Jetzt kommen wir zu der Arc Spectre Geist. Die Picke ist absoluter Müll für 800 V-Bucks. Da gibt es zum Beispiel diese Pömpel Ninja Hacke mit diesem Katana da drin. Viel geiler für 800 V-Bucks als das da. Das da ist mit einer der schlechtesten Picken für 800 V-Bucks. Ich gebe der Picke 1 von 10. Okay, da ziehst du jetzt aber schon ganz schön böse ins Gericht mit dieser Hacke. Wieso? Was ist Ich denn da dran toll? finde ihn Das nicht ist, wenn so. man den Omega-Hacker hat, braucht man die nicht mehr. Wenn man die hat, aber die hat ja nicht jeder. Aber für So. 800 V-Bucks kann man sich, was weiß ich, da kann man. Ja, das mag ja sein für 800 V-Bucks, aber ich finde es jetzt nicht so schlecht, dass man da 1 von 10 geben muss oder sowas. Okay, Ich. tut mir leid, ich gebe keine 1 von 10, ich gebe 0 von 10. Okay, also ich finde sie jetzt auch nicht super spektakulär, aber da ich ja die vom Omega auch ganz gerne benutzt habe, und eben nicht jeder den Omega-Skin hat, gebe ich der 4 von 10 oder 5 von 10. Echt? Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu einer Lachnummer. Und zwar den Rucksäcken. Bucklet. Ja, aber die ist vertauscht. Genau. Und zwar drei Rucksäcke für 800 V-Bucks. Das ist so ein Mist. So ein Müll. So ein Müll. Ja? Für 800 V-Bucks drei seltene Rucksäcke, die überhaupt nichts bringen. Die sehen einfach kacke aus. Alle drei. Ja? Also, ganz ehrlich, wir bewerten es jeden einzeln, jeden Rucksack. Ich gebe dem hier, weil das ist der coolste von denen, ich gebe dem 5 von 10. Dem ersten. Echt? 5 von 10, ja. Dem gibst du 5 von 10, Ja. okay. Okay. Die Truhe sieht ganz nice aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde alle drei Rucksäcke mega schrottig eigentlich. Ja, Also aber trotzdem, also ganz ehrlich. ich will 4 von 10 bei dem ersten hier. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten. Ich habe ja gesagt, der erste ist der beste gewesen von denen. Da hängt sogar eine Socke raus. Was? Ja, an der Seite. Ich würde sagen, dafür, dass es wenigstens ein bisschen funny ist, würde ich sagen, bin ich jetzt ganz großzügig 1 von 10. Großi. Also für die Socke, ja, in Blau, da sie nicht in Pink ist, ja, also wenn sie in Pink gewesen wäre, sieht aber auch so ein bisschen fast aus, die Socke hier, wie so ein unteres Ende von einem Eishockeyschläger. Aber gut. 2 von 10. Okay, und nun kommen wir zu dem schrottigsten Rucksack. Ich würde sagen, weil ich bin groß, heute bin ich echt mal richtig großzügig, 0 von 10. 2 von 10. Dem gibst du 2 Punkte? Ja. Das ist nix. So, dann Ja, machen wir weiter mit zwei dem Punkte ist Dazzle, nix, ja. Blenden Skin. Noch auffälliger geht's doch nicht, oder? Außer dieser pink Teddybär. Das ist so schlimm, dieser Skin. Für 1200 V-Bucks. Ich kann euch mal. Mist, ich kann euch die Arcti-Assassinen gerade nicht zeigen, weil ich auf meinem Todeaccount bin. Aber die Arcti-Assassinen ist viel geiler als die da und das für 1200 V-Bucks. Genauso wie der Farbenbombe-Skin. Viel geiler als das da. Was ist das? Was ist das? Nichts. Was gibst du? Naja, also wenn man sich mal jetzt anschaut, dass da, also was ich ganz cool finde, also ich finde ihn nicht gut. Ja, fangen wir mal so an. Was ich trotz allem nicht so schlecht finde, das sind dieser Schuppeneffekt hinten drauf, wenn du mal den Rücken zeigst, so ein bisschen.
Und das mal so ein bisschen in der Sonne. Ach so, Das ja, finde ich, süß. sieht nicht so Oh schlecht aus. Gott. Das ist aber auch alles. Ja, wie viel? Drei von zehn. 3 von 10? Echt? So großzügig? Ja. Echt? Ja. 1 von 10. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zum Flip and Sexy. Einer meiner Lieblings-Emotes für 500 V-Bucks. 9 von 10. Dem schließe ich mich an. Das ist ein absoluter Kult-Emote. Ja, wobei 9 von 10 ist schon ziemlich heavy. Also Was? 8 von 10. 8 von 10, okay. 8 von 10. Aber Dann ich finde ihn kultig. Ja? Ist schon echt geil. kommen wir zu Jungle Scout. Oh, Gott, Hilfe! Kann mich wer hier retten? ja, was willst du dazu sagen? Die war im Dschungel mit Tarzan. Hat sich dreckig gemacht. Hat hier auch schon eine Dschungelprüfung hinter sich. Ja. Die war im Dschungelcamp. Genau. Also. Was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, ich bin heute mal wieder großzügig. Minus 20. Minus 20. Ja. Also, komm, Die ist schlecht. dafür, dass das Mädchen sich total dreckig gemacht hat. Ja, guck dir das mal an, die muss ja da. Guck mal, Okay, die hat ja. okay, okay. Ich Ja. wurde schon Ich wurde. Ja, ich ist ja gut. Minus Guck. eine, minus 21. Guck mal, was die sich dreckig gemacht Okay, hat. warte mal, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz meine Meinung ändern. Minus 100. Minus 100, okay. Also ich sag, Minus ich 20? finde, also dafür, dass es sich Okay, aber wirklich. meine normale Wertung von 1 bis 10 wäre Also dafür, 0. dass es sich wirklich so ins Zeug gelegt hat und sich so dreckig und speckig gemacht hat, gäbe ich der wenigstens einen Punkt. Ein Punkt. Einen von Bist du zehn. so großzügig? Ja, einen ganzen Punkt kriegst du. Das kann man doch nicht mehr zumuten, ey. Doch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Like und Tag freuen. Bis dann, dann rein und tschüss.